Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir haben ja das letzte Mal aufgehört und, ja, was haben wir eigentlich getan? Ich war gerade nachgucken, ob man sich ein Gewächshaus bauen kann. Das ist, schade, dass es noch nicht geht. Ich muss kurz nachgucken, ob die Geisternacht schon heute ist. Denn ich hab's vergessen. Nein, morgen, okay. George Geburtstag haben wir jetzt doch vergessen. Ich habe sogar überlegt, wann war denn der? Wir wollten ihm ja eigentlich irgendeinen Müll schenken. Aber na gut, das hat wohl nicht so gut geklappt. Ist auch egal. Ich freue mich auf die Geisternacht. Und ja, vor allem meinten die nicht irgendwie sowas wie, oh, sonniges Wetter, perfekt für die Geisternacht. Also, ich würde Regen besser finden in der Geisternacht, aber fragt mich nicht. Und ich glaube, wir haben auch gar nichts mehr zu tun, deswegen würde ich mich direkt, glaube ich, schon ins Bett legen. Weil, warum nicht? Dann haben wir schneller die Geisternacht. Ne, JJ? So. Toll, ich kann nicht ins Bett. Ihr sitzt... Es ist... Nein, ich soll anscheinend nicht ins Bett. Es ist alles im Weg. JJ, komm. Komm mal da weg. Hey, komm mal da weg. Komm mal da weg. Hey. Junger Mann, du gehst mir jetzt aus dem Weg. Sonst bin ich gezwungen, dich auf den Arm zu nehmen. Dann halt so. Der junge Mann hat sich geweigert. Habt ihr gesehen, wie wütend er war, als ich das weggeschoben habe? Er wollte definitiv nicht, dass ich schlafen gehe. So. Wetterbericht. Klassiker. Willkommen bei Koso Fatter, eine Liebesquelle für Wetterneuigkeiten oder Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersagen für morgen. Ich nusche inzwischen nur noch. Okay, wieder Wind. Ich, der Nuschler. So, brauchen wir irgendwas? Nö, ne? Nichts Besonderes, denke ich. Gut. Dann gieße ich mal meine Pflanzen. Wie so ein Rentner. Oh, wir haben vergessen, diesen kleinen Kern da wieder zu gießen. Oh Gott. Der wäre fast abgefault, habe ich das Gefühl. Warte mal, müssen wir überhaupt jeden Tag gießen? Den haben wir jetzt irgendwie 2 Tage nicht gegossen. Und der steht ja immer noch. Ich überlege gerade, ob wir eigentlich nur jeden zweiten Tag gießen müssen. Damn. Okay, das... Oh, oh! Ernte, let's go! Wieder Geld. Das sehe ich doch gerne. Darauf wollte ich doch hinaus. Das ist nice. Weil dann, haben wir vielleicht die 10k wieder... Obwohl, so viel bringt das, glaube ich, nicht. Aber dann sind wir auf jeden Fall den 10k schon wieder näher für den Winter. Und dann kostet das Halloween-Ding da irgendwie... 10k. Dann bin ich wieder pleite. Ja, wir haben für dich ein Kostüm, ne? Also, aber 10k, ne? Mist. Damit kriegen sie mich immer. So. Ja, Wasser, ich weiß. Eigentlich hätten wir mal die Gießkanne upgraden sollen. Naja. Hey. Ich will mich doch nur die Dings mitnehmen. Ich glaube, wir sollten dafür Dings aus der Hand nehmen. Das geht so viel besser. Glaube ich. Naja, nicht wirklich. Din, 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 din. Ich bin mal gespannt, was so... Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr so familiar damit seid, Nachtwanderungen gemacht zu haben als Kind. Ich glaube, das wird sowas sein, oder? Ich tatsächlich war sehr lange Zeit im Ferienlager, also sehr oft, weil mein Vater da mal gearbeitet hat. Und ich glaube, ich war das erste Mal mit 4 im Ferienlager. Ich bin da mal schon mitgekommen. Und war irgendwie 9 oder 10 Mal, bis ich dann halt nicht mehr konnte mit. Also von Anfang, bis ich dann nicht mehr konnte, weil ich dann zu alt war, war ich eigentlich immer mit dabei. Und da waren immer Nachtwanderungen eigentlich. Und einmal, das ist eigentlich eine nice Story dazu zu erzählen gerade, einmal durften wir dann erschrecken, was ich immer machen wollte. Oh, wird gerade vorbereitet, komm später zurück. Nein, ah, na gut, dann kann ich die Story gerade gut erzählen. Und zwar, mein Traum war es immer, da mitzumachen und bei der Nachtwanderung Leute zu erschrecken. Und dann kam der Tag, wo ich da mal mit erschrecken konnte. Ich glaube, da war ich dann so 12 vielleicht. Und ich sag mal so, ich hatte ein Kostüm an, irgendeine Maske oder so. So, und dann haben wir gewartet im Wald, bis dann die Leute vorbeikamen. Und dann kam immer eine Gruppe mit den Kindern und mit den Jugendlichen oder wie auch immer halt mit den Jüngeren und mit den Älteren.
Und mit den Jüngeren hat alles gut geklappt an sich und wir sind dann halt immer vorgerannt. Wir hatten so verschiedene Hotspots, wo wir uns immer hingestellt haben, damit wir die Leute erschrecken können, weil wir das irgendwie, wir waren irgendwie nur 5 Leute und dann musste man das immer machen. So, und der erste Durchlauf, alles gut, haben die kleinen Kinder erschreckt, war ziemlich lustig. Und, das hört sich dumm an zu sagen, aber dann der zweite Durchgang, oh, da habe ich mich so blamiert. Und zwar, wir sind an sich losgegangen, es war auch alles easy und so, aber die waren natürlich alle so, denkst du, das erschreckt mich jetzt, weil wir da irgendwelche Geräusche gemacht haben halt. Und die irgendwie, das waren die coolen 13-Jährigen und ich war nur 11 oder 12, das, damit konnte ich nicht mithalten, okay. Und dann sind wir vorgerannt und dann der letzte Spot, wo wir eigentlich nur noch einmal hinrennen mussten vorne und das letzte Ding, was wir dann machen mussten, um die Leute zu erschrecken, da habe ich mich so ultra krass hingemault und da bin ich nämlich vorgerannt und bin dann zwischen den Steinen hängen geblieben und bin richtig hingefallen und mein ganzes Knie hat geblutet wie sonst was und dann haben wir uns dazu entschieden, den letzten Hotspot doch nicht mehr zu machen. Und dann durfte ich wieder in... Oh, JJ hat einen Hüpfer gemacht. Dann durfte ich wieder in die Kabine zurück. Also, was heißt Kabine? Hier in das Ferienhaus. Wir hatten alle so kleine Ferienhäuser. Und dann hat derjenige, der mit mir da drin war, hat mich dann so gefragt. Oh, das sieht aber authentisch aus, das Kunstblut. Und ich denke mir so, Digga, das ist echtes. Und das war so dumm. Das fand ich so lächerlich. Ne? Ich habe mich so geschämt an dem Abend. Weil dadurch sind ja... Es ist ja nicht nur so, dass ich hingefallen bin. So, das ist ja alles fein. Und so, die hätten mich auch zurücklassen können, so im Nachhinein betrachtet. Aber dadurch mussten ja auch alle anderen dort warten und hatten nichts zu tun. Und ja, das war dann ein bisschen traurig. Die waren alle so, ach Len, ach muss das sein? Oh. Nur weil deine Kniescheibe zu sehen ist, heißt das nicht, dass wir da jetzt aufhören mit. Nee, aber dann danach hatte ich nie mehr die Möglichkeit, wirklich eine Nachtwanderung mitzumachen. Weil dann, ich glaube, es war das vorletzte Mal, nämlich, dass ich im Ferienlager war. Und das letzte Mal, da hat keine stattgefunden. Weil wir nämlich in einem Ort waren, wo kein Wald war. Also war schon Wald, aber das war Privatgelände. Und dann hatten wir keine gemacht. Ja, das war meine Story zur Nachtwanderung. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare, weil das finde ich ziemlich interessant. Aber ich hatte immer Spaß daran. Ich habe auch noch eine wholesome Story dazu. Die kann ich eigentlich auch noch erzählen, weil wir haben ja noch Zeit. Und zwar, ich glaube, da war ich 6 oder so dann. 5 oder 6. Und ich war schon mal Fan von den Nachtwanderungen. Ich war mega hyped immer auf den Tag, wo wir der Nachtwanderung gemacht haben. Und dann habe ich die verpennt. Und dann wurde mir das nächsten Tag mitgeteilt, dass ich die verpennt habe. Und dann war ich so, oh nein, ich habe sie verpennt. Das, was am meisten Spaß macht am Ferienlager, habe ich verpennt. Und habe irgendwie geweint oder so, da war ich ja noch klein. Wo ich da jetzt auch noch weinen würde, wenn ich das so mitgeteilt bekomme, bin ich ganz ehrlich. Und dann hat mein Vater, wie gesagt, der hat ja immer gearbeitet. Und hat mein Vater mit den anderen Betreuern und noch ein paar von den Älteren eine Nachtwanderung auf den nächsten Abend geplant und nur für mich gemacht. Und das fand ich so, da war ich so glücklich. Das finde ich im Nachhinein betrachtet auch so süß. Da war ich voller Freude. Und dann ist mein Vater in den Zaun gelaufen und hat geblutet. Ja, und dann dachte ich, das gehört zum Make-up. Aber hat's nicht. Aber hey. Also danke dafür, Papa. War eine coole Nachtwanderung, glaube ich. Ich kann mich wenig erinnern davon, aber... Oh, wir haben noch so viel Zeit. Oh Gott. Machen wir mal den Busch hier weg. Kommen wir wenigstens hier oben lang? Ja, hier oben können wir lang. Naja, da gucken wir uns hier oben. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Blumen? Ist das ein Blumentopf? Ich muss uns mal holen. Kommen wir da lang? Nee, ne? Naja, ich fand Nachtwanderungen immer super. Und ich fand auch Halloween immer super. Aber dann kommt halt die Zeit, wo man da so ein bisschen rauswächst und kein Freund mehr mit einem raus will an den Abend. Und ja, dann wird kein Halloween mehr gefeiert. Aber ich hoffe, dieses Jahr wird es gefeiert. Weil ich hab Bock drauf. Ja! Sorry, Dimitrios, ich wollte eigentlich mit dir reden und nicht dir Gras schenken. Mag er uns jetzt weniger? Oh, naja, gut. Also, sorry, Dimitrios. Da haben wir dem Typen ein bisschen Fasern angeboten. Ich meine, der ist doch Wissenschaftler, oder nicht?
Kann er damit nicht irgendwas anfangen? So, die haben nichts Neues hier, ne? Nee. Suchst du nach einem neuen Schwert? Ja, ich würde gerne eins haben. Das Dumme ist, du verkaufst halt nichts Neues, ne? Das ist ein bisschen schade. Mistlick. Ich habe mir aus Versehen Sneakers gekauft. Jetzt habe ich aus Versehen jemanden Faser geschenkt und mir Sneaker gekauft. Sehen die wenigstens cool aus? Ne, die sehen nicht mal gut aus. Na, so eine Pleite. Naja, vielleicht kann ja irgendwer noch was damit anfangen. Kann ich auf eBay reinstellen. Und ich glaube, meine Kamera ist heute wirklich unscharf, weil ich halt auf Autofokus gestellt habe. Nächstes Mal muss ich das umstellen. Na, vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Ist nur so ein Placebo-Effekt oder so. Okay, und hier kommen wir auch nicht mehr weiter. Alles klar, ich bin dazu gezwungen, in diesem Bereich zu bleiben und zu warten. Dann werde ich das wohl leider tun müssen. Oh, wir können hier oben noch hin. Vielleicht hat wieder irgendwer seine Schuhe dort liegen gelassen oder so. Wer weiß. Nein, diesmal nicht. So, wir warten jetzt auf den Zug hier. Was ist das hier eigentlich? Das will ich mir anschauen. Fragezeichen. Mehr ist das nicht. Fragwürdig. Fragwürdig wie das Fragezeichen. Lass mal hier reingehen. Ich habe das Gefühl, hier, hier geht Linus immer baden, also der Obdachlose. Bin mir unsicher. Wir gehen jetzt duschen. Ist voll krass, das ist halt eine ganze Anlage hier. Aber das hat bisher noch nichts storymäßig zu tun gehabt. Also es ist halt einfach da, aber niemand geht hier auch hin oder so. Also ich kann hier rein gar nichts tun. Du bist zu schwach, um es aufzuheben. Das fühle ich ein bisschen zu sehr. So, was ist hier? Das ist eine Sauna, ne? Oh mein Gott! Wait, what? Jetzt bloß nicht die Seife fallen lassen. Wait, what? Das wusste ich nicht. Da werde ich meine Zeit wohl ein bisschen im Schwimmbad verbringen. Als ob. Und ich habe mich immer gefragt, warum kein Schwimmbad hier ist so wirklich. Also, warum das nicht wirklich da ist. Boah, ihr wisst nicht, wie krass Lust. Und ich verstehe nicht, warum auf der einen Seite schwarz ist, aber hier nicht. Okay. Ihr wisst nicht, wie krass doll Lust ich jetzt auf Schwimmhalle hätte. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Ich würde da so gern mal wieder hin. Schau euch an, wie ich das genieße hier drin. Muss wahrlich sehr schön sein. Na, da hätte ich wirklich mal wieder Lust drauf. Das wäre cool. Dann gibt es die Leute, die in die Schwimmhalle gehen wegen der Sauna. Kann ich mich hinsetzen? Nö. Ja, aber krass. Dass ich das übersehen habe. Ich als jemand, der Schwimmhallen richtig liebt. Und ich habe mich, als ich weiß ich, irgendwie ein Part 20, 30 oder so, als ich hier drin war, habe ich mir so gedacht, ha, mehr hat das nicht auf sich. Und ich habe gedacht, das wäre eine Schwimmhalle oder so. Ja, und jetzt siehst du, es ist eine. Okay, wann sollten wir da sein? 22 Uhr? Ist ja gleich, ne? Haben wir unsere Zeit doch ordentlich verschwendet, ist doch schön. Ein paar alte Storys erzählt und eine Schwimmhalle entdeckt. Super. Naja. Das treibt mich auf jeden Fall dazu an, dass ich im Winter, glaube ich, echt mal wieder in die Schwimmhalle gehe. Muss immer das Miauen mitmachen. Ist eine Pflicht. Müsst ihr auch. Meine Katze liegt da gerade hinten und schläft. Mr. Charles. Der junge Mann ist auf meinem Arm eingeschlafen vorhin und dann durfte ich da erstmal liegen bleiben für 2 Stunden. Was man nicht alles für eine Katze macht, ne? Naja. Warte, wir können hier drin ja auch fischen, ne? Nope. False fact. Wow, wir können doch. Mal sehen, ob wir irgendwas rausbekommen. Vielleicht Unterwäsche, die ich hier drin mal verloren habe. Oder nichts. Oder rein gar nichts. Wow! Müll! Woo! Let's go! Wer hat mir da Müll reingeworfen? Ich weiß nicht.
Immer schön entsorgen. So ist es richtig. Warte, war es jetzt 21 Uhr oder? Wir können gucken. 21 oder 22 war es doch, oder nicht? Ich glaube, es war 22, aber. Mir fällt gerade auf, ich habe mir heute vergessen, Nagellack ranzumachen. No. Sieht nicht swaggy aus in der Aufnahme. Naja, in den nächsten wieder. So. Dann warten wir mal noch ein wenig. Eigentlich können wir direkt wieder dahin gehen, weil sind ja eh nur ein paar Sekunden, die vergehen. Ist ja gleich soweit. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und ich warte. Und ich warte und let's go. Yo, what? Woher haben die Büsche? Fragwürdig. Naja. Hallo Len, hattest du einen produktiven Herbst? Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen. Yo. Dekoration. Grabstein. Funky Teppich! Oh mein Gott. Sind es die 4000 wert? Sind es die 4000 wert? Ich bin mir sehr unsicher. Oh, hier ist ein Labyrinth. Das müssen wir gleich machen. Die Musik ist cool. Und wir können ein paar Skelette betrachten. Und es gibt was zu essen. Was gibt es hier so? Nichts. Was ich mir nehmen darf? Okay. Boah, ich habe gerade irgendwie voll Bock, mir den Teppich zu holen. Der sieht so cool aus. Aber es ist so viel Geld. Es ist so viel Geld. Ach, shit, ey. Das ist so cool von der Musik her. Die sind einfach Zombie-Hände. Oh, das hat voll was. Das hat voll was, ja. Können wir nicht rein, okay. Die Dämpfe aus diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindelig, aber ich kann nicht... Warte, was? Oh, wow, wow, wow. Was haben die da reingetan? Dürfte ich das wissen? Denn ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mit Abigail reden. Die mag bestimmt Halloween, oder? Ich kann nicht weiter. Warte, was? Ich kann nicht weiter. Spinnen. Tja, ich als jemand, der nicht vor Spinnen Angst hat, der... Ja. Der geht hier einfach durch. Ein paar Grabsteine, die nicht mal danach aussehen, als wenn sie Grabsteine wären, aber okay. Ist hier. Mysterious. Oh! Aha. 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 Hören wir uns die Truhe. Das ist cool. Boah, ich liebe das. Das sieht so cool aus. Goldener Kürbis! Du hältst goldenen Kürbis. Yeah, let's go. Ja, Halloween ist schon cool. Was machen die da oben? Was machen die da oben? Die haben doch bestimmt einen Pakt. Fragwürdig. Okay. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, aber krass. Nee, finde ich geil. Sieht richtig schön aus. Feier ich. Und der ist hier komplett stecken geblieben, der Doktor. Aber es sieht schon cool aus, ja. Ich kann nicht weiterspinnen. Jetzt habe ich das die ganze Zeit im Kopf. Die Aussage. Aber ja, die fühle ich ein bisschen. Bisschen zu sehr. Ich will noch den Fernseher angucken. Ich mir hier den Wetterbericht anhören. Oh, da war was zu sehen. Okay, irgendein Zombie oder so. Oder Shrek läuft da gerade. Das kann auch sein. Damit will ich Shrek nicht als Zombie betiteln, aber als Handsome Man. So, mal gucken. Ich glaube, wir müssen mit Levis reden, oder? Wo auch immer der ist. Ah, hier unten. Guten Abend, Len. Warst du schon im verfluchten Labyrinth? Das ist ziemlich gruselig. Wow. Der merkwürdige Mann, der in dem Turm haust, hat das alles selbst auf die Beine gestellt. Er hat niemanden in der Nähe gelassen, während er daran gearbeitet hat. Lass uns sehen. Tja. Na gut, aber gibt's hier noch was zu tun so an sich? Außer den Teppich kaufen, ich will den wirklich. Den funky Teppich, das hört sich schon so gut an. Aber es sind halt 4000, ne?
Preiston. Es wäre 4000, ist halt eine Menge Geld, ne? Ach, wisst ihr was? So, ist getan. Gar nicht drüber nachdenken. Habt ihr nicht gesehen. Wird in der nächsten Folge zu sehen sein. So, können wir noch was tun hier? Oder war es das? Ich denke, das war's. Oder? Ja, würde ich sagen. Na, dann war doch ein schönes Halloween, ne? Geisternacht beenden, das Fest endet, sobald du losgehst. Ja, also verlässt. Das würde ich mal einen erfolgreichen Tag nennen. Aber na gut, wie der Teppich dann jetzt für 4000 Euro aussieht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also lasst eine Bewertung da. Jetzt bin ich verwirrt. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.